Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Heute haben wir wieder mal was aus Bayern. Wir arbeiten weiter unsere Bayernliste ab. Und zwei Arco-Bräu haben wir heute, und zwar das Zwickelbier, Schrägstrich Kellerbier. Ja, finde ich schon mal cool, habe ich jetzt Bock drauf. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe ist drin und das Ganze hat 5,2% Umdrehungen. Ist wie gesagt Bestandteil gewesen der Männerhandtasche aus dem Kaufland. Ich glaube, Kalea hatte die herausgebracht und ja. Mal sehen, was es kann. Ich bin gespannt. Ein gräfliches Brauhaus. Ja, Arco-Bräu hatten wir auch schon mal gehabt. Ne? War ja soweit, glaube ich, auch ganz solide gewesen, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und vom Etikett her spricht es mich richtig an. Seit 1567 Arco-Bräu schön so, ne, so ein Banner geschrieben. Und darunter ist so ein richtig schönes Bierfass mit einem Bierkrug. Das schaut doch schon mal gut aus. Leute, ich habe Bierdurst. Ich würde sagen, machen wir mal auf. So, offen ist es. Kapsel ist bedruckt. So, ich habe übrigens heute, das ist nicht mein erstes. Ich habe vorhin schon draußen heute mal beim Imbiss gegessen. Tatsächlich ein paar Pommes habe ich mir gegeben. Und da habe ich schon eine Scholle getrunken. Eine schöne Schultheißen, ne? Schulti. Und aus dem Grund, ja, ist halt aber egal. Ist ja eine kleine Flasche. Und so, Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall raus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Schönes Zwickel. Sollte übrigens dann eigentlich auch naturbelassen sein. Eigentlich. Bei einem Zwickel. Ja, haben wir auch. Okay. Sehr schön. Ja, so muss das sein. Von der Seite sehe ich schon jetzt alles richtig gemacht. Wo, was haben wir denn da? Jo, Freunde, ist ein Bier und das sieht schon mal ganz gut aus. Von der Blume her, zwei Finger breite Blume, fein bis mittelporig, ein paar Luftbläschen sind drauf. Kein Zerfall. Bei den anderen beiden, die wir bisher hatten, da hatten wir ja doch eher so ein bisschen, naja, eine mickrige Blume. So möchte ich mich mal vorsichtig ausdrücken. Die hier ist richtig kompakt und somit kann ich hier schön Zeit schinden und kann euch sagen, die hält locker 90 Sekunden durch. Schaut mal selbst. So soll das aussehen. Das sieht gut aus, Freunde. Bin ich sehr zufrieden mit. Schneeweiß übrigens das Ganze. Toll. So, ja, wie nicht anders zu erwarten, so sollte tatsächlich auch ein Zwickel-Kellerbier sein. Das heißt, es darf gerne oder es sollte naturtrüb sein. Und wir haben jetzt auch eine schöne Naturtrübe drin. Das Ganze ist jetzt nicht blickdicht, das ist klar, aber es ist ganz klar trüb, Freunde. Klar trüb, das ist auch irgendwie, ne, eine Divergenz eigentlich, aber kann man so sagen tatsächlich. Ja, interessant. So, ja, im Farbspektrum selbst klassisches Getreidegold, brauchen wir nicht, glaube ich, zu erwähnen. Karbonisierung ist durchschnittlich, mittlere Perlung. Auch hier sieht es gut aus. Schwebeteilchen entdecke ich jetzt persönlich nicht, ist auch okay. Und von der Tiefe her, ja Freunde, das ist richtig schön tief. Alles andere als verwässert oder gar wässrig oder so. Ja. Trinktemperatur sollte jetzt zwischen 6 und 7 Grad liegen, also auch optimal. Freunde, wenn ich mir dazu angucke, sieht das doch eigentlich ganz anständig aus, oder? Ich glaube schon, können wir geben. 4 von 5 / 6 möglichen Punkten, das ist mir auf jeden Fall wert. Ja. Und nun müssen wir mal anschnuppern. Je schneller können wir trinken, ne? So, dann wollen wir mal. Mal sehen. Zwickelbier. Mal dufte malzig werden. Ja, und das haben wir hier auch. Mhm. Oh ja. Malzig, lieblich, leicht Honig kann ich tatsächlich rausriechen. Da ist durchaus so ein bisschen so ein Honigflavor drin. Oh ja, schön. Mag ich. Das ist wieder, was ich mag. Vom Bouquet her, Freunde, duftet das richtig gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so ausgeprägt ist. Ja, auch ein bisschen Hopfen tatsächlich. Schön. Jetzt habe ich Durst, Freunde. Jetzt habe ich Durst. Das möchte ich jetzt wissen, wie es schmecken tut. Ihr auch? Mhm, genau. Der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, 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 das ist ja lecker. Oh, das schmeckt gut. Wow, das ist lecker, Freunde.
Oh ja. Fangen wir mal an. Und zwar Attribute. Womit haben wir es zu tun? Gemütliches Bier oder eher dynamisches Bier? Hier würde ich ganz klar sagen, auf die andere Seite rüber, gemütliches Bier. Das verdient es tatsächlich. Kleinere Schlucke, länger im Mundraum behalten, Temperatur anziehen lassen und schön sich die einzelnen feineren Nuancen entfalten lassen. Da bekommt man wirklich das optimale Genusserlebnis meines Erachtens raus. Das wäre zu schade, um anzusetzen, runterzuspülen oder wegzuächsen. Da rate ich von ab, weil da steckt auf jeden Fall in der Textur noch einiges drin, sage ich mal, was dieses Bier hier freigibt. Das finde ich toll. Schon mal begeistert. Also der Antrunk alleine, Freunde, ich sag's euch, der konnte überzeugen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So, jetzt wollen wir da auch nochmal einsteigen hier. Was ich jetzt schon gemerkt habe, von den Aromen her, das ist schon deutlich aromatisch. Das ist schon ausgeprägt, Freunde. Mehr als der Durchschnitt. Das heißt, hier klingeln die Alarmsirenen, weil da wird es richtig interessant, Freunde. Da haben wir es nicht mit so einem stinklangweiligen Bier zu tun. Hier haben wir es wieder mit ein bisschen was Komplexeren zu tun. Hier wird es spannend. Da wird es interessant für uns hier auf dem Kanal. So, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen. So, dieses Liebliche. Was an Karamalz verdächtig hier, ne? Das ist schon... Aber genau so muss das bei einem Zwickel auch sein, Freunde. Oh mein Gott. Also da hat sich der Braumeister aber Gedanken gemacht, ne? Ja, also definitiv ein schön ausgearbeiteter Malzkörper, der hier ganz klar für alle Schleckermäuler ist. Alles, was lieblich bis hin zum Süßen ist. Karamalzverdächtig, ein richtig schön karamellisierter Malz, der aber eben auch Nussigkeit nach vorne bringt. Er hat dieses Getreidige, er hat dieses Nussige. Dieses Getreidige ist schon vergleichbar wirklich mit einem ordentlichen Quass, wie wir es vielleicht kennen. So in diese Richtung geht das rein. Ist noch nicht ganz so stark ausgeprägt wie das Luther-Reformationspilz, wo ich immer sage, ja, als Paradebeispiel. Oder das Männerstolz, das hat ja auch einen sehr dominanten Getreidekomponente gehabt. Wo ich immer sage, Getreidesilo. Hier ist es nicht so ausgeprägt, aber geht deutlich halt in dieses... Und diese liebliche Ummantelung rein. Und das finde ich eben so schön. Das macht Spaß zu trinken, weil da hast du wirklich einiges zu entdecken, schon alleine vom Malzkörper her. So. Empfehlung, habe ich gerade auch getestet, lasst es ein bisschen länger im Mundraum. Schluckt es nicht sofort runter, lasst es ein bisschen länger auf der Zunge, lasst es ein bisschen Temperatur anziehen, weil dann entfaltet sich das tatsächlich noch richtig. Es geht so richtig auf wie so eine Blüte. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, so und dann geht es auch schon über in diese fruchtigeren Komponenten rein und hier haben wir wirklich so ein bisschen was, ja, das ist auch das, was da rausriecht, das ist so ein bisschen so an Honig, das erinnert so ein bisschen an Honig, das erinnert so ein bisschen an Traube, das ist so ein bisschen so wie so ein, ich will schon fast sagen, wie so ein Frühstücksmüsli irgendwie mit viel Honig und viel Traube so drin. So in diese Richtung geht es rein. Müsli natürlich die Assoziation, weil ja da auch Haferflocken drin sind, diese ganze Getreidezeugs da, ne? Diese Körner. Und das ist so diese Assoziation, die man hat. Also dieser Malzkörper, der passt wunderbar zusammen mit dem Fruchtkörper. Das ist ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel. Macht Spaß. Aber auch hier gilt... ein bisschen Temperatur anziehen lassen. Also ich würde fast sagen, 6, 7 Grad ist schon fast zu kühl, sage ich mal. Hier sind wir so bei 8, 9 Grad, glaube ich, am besten mitberaten. Ja? Also vielleicht so vorher ein bisschen aus dem Kühlschrank nehmen, ein bisschen stehen lassen, dann entfaltet es sich richtig. Weil es wäre wirklich zu schade, wenn diese schönen Aromen, diese schönen Nuancen tatsächlich dann irgendwie ja, vernichtet werden, wenn es einfach zu kühl ist, weil sie sich nicht richtig ausprägen können. Ja, das ist ein Bier, da muss es wieder so eine Temperatur... Bier, da wo man so ein bisschen ja, justieren muss. Da muss man halt selber mal seinen persönlichen Geschmack irgendwie herausfinden. Aber zumindest, es sollte nicht zu kalt getrunken werden. Das kann ich so erstmal ganz dick hier markern, ja. Also. Ja. So, dann gehen wir auch schon über in diese Hopfenfloralität rein. So richtig elegant gleitet man da rein. Und dann hast du wirklich diesen schönen Naturhopfen, das merkst du dann auch auf der Zunge.
Das ist so diese Floralität, blumig, grasig, wo ich immer sage, eine ganz, ganz leichte, ganz, ganz milde Herbe, die da mitschwingt, sondern vielmehr so dieses, ja, dieses Naturelle, dieses Blumige. Und das spielt natürlich auch nochmal eine große Rolle, hier auch mit der Hefe in Kombination. Lecker. So viel zu den positiven Sachen. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den negativen Sachen. Die gibt es tatsächlich auch. So, und die negativen Sachen sind, nach hinten raus wird es mir ein bisschen zu dünn, Leute. Das ist mir so ein... Ach, das ist jetzt Meckern auf dem hohen Niveau. Ich weiß, ich mag es eigentlich gar nicht, weil es ist wirklich ein super Bier. Das ist wirklich lecker, das ist süffig. Ich versuche das mal von der anderen Seite aus, Freunde. Und zwar, wenn ihr wirklich im Wirtshaus seid und ihr habt so einen richtig schönen geselligen Abend, dann ist das genau das Richtige. Das ist genau das Richtige, was ihr mögt. Das ist so, das kommt ins Krug rein, frisch gezapft, bestimmt sogar noch besser. Und dann sitzt man in Geselligkeit und ja, philosophiert über Gott und die Welt und dann trinkt man so ein Bier. Genau das ist es. Das ist so saftig, es ist süffig, das ist einfach so, oh, lecker. Wenn man aber jetzt so wie hier ganz viele Biere testet und man hat halt schon so ein Gespür dafür, so wie im Abgang hinten, also alles, was Nachhall ist, ne, mit der Speichelneuproduktion, wie lange hält das an und wie verhält es sich tatsächlich? Da muss ich sagen, ist es mir nach hinten raus noch ein bisschen zu dünn. Da sage ich so, komm, da hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet, dass dann noch so auch für einen längeren, also für einen längeren Moment tatsächlich dieser Geschmack anhält. Dass man da vielleicht noch was gemacht hätte, dass man so sagt, so komm, da können wir noch ein bisschen Hefe vielleicht, so ein bisschen, ganz wenig Hefegeschmack noch so mit nach vorne bringen. Ja, gerade bei naturtrüben Bieren, da wäre noch so, wo ich sage, das wäre noch was, dass so der Nachhall noch ein bisschen intensiver ist. Dass man noch ein bisschen mehr Freude hat, auch mit dem Nachtrunk. Das wäre noch toll. Freunde, aber das ist wirklich auf ganz hohem Niveau, das Meckern, ja. Deswegen meckern wir gar nicht groß rum, ganz klar. 5/5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Und damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.